Herzlich willkommen zu einer neuen Folge bei Messners Training. In diesem Video führe ich Ihnen vor, wie Sie die Daten in einer Pivot-Tabelle gruppieren können. Hierfür habe ich Ihnen folgende Umsatztabelle vorbereitet. So wie Sie das bereits in den vorhergehenden Videos kennengelernt haben, werden hier von einer fiktiven Firma die Umsätze über verschiedene Standorte pro Quartal dargestellt. In meiner Pivot-Tabelle, die nachher die Umsatzsummen ausweisen soll, möchte ich diesmal aber nicht die Quartale zu einem gesamten Jahr zusammenfassen, sondern eben nur zu Halbjahren. Hierzu will ich erstmal die Pivot-Tabelle als solche erstellen. Ich sage also Steuerung A, markiere somit die gesamte Tabelle, sage Einfügen, Pivot-Table, das kennen Sie ja bereits, und ich möchte meine Pivot-Table wieder in einem neuen Arbeitsblatt anlegen und dieses will ich gleich mal Umsatzauswertung nennen. Umsatzauswertung also. In die Zeilen meiner Pivot-Tabelle will ich die Standorte ziehen und diesmal aber zusätzlich noch das Jahr und das Quartal. Wir haben also in dieser Pivot-Tabelle nachher eine hierarchische Darstellung als oberer Begriff. Als oberster Begriff haben wir die Standorte, als untergeordneter Begriff das Jahr und darunter die einzelnen Quartale, die wir nachher zu Halbjahren zusammenfassen wollen. Nun, die Umsätze wollen wir natürlich wie immer aufsummieren. Wir werden auch hier, wie Sie das bereits kennengelernt haben, über die Wertfeldeinstellungen das Zahlenformat entsprechend auf Währung ohne Nachkommastellen einstellen, sagen okay. Die Zeilenbeschriftungen können wir weglassen und Summe von Umsatz, das will ich einfach hier nennen, Gesamtumsatz. Gesamtumsatz, okay. Und dann will ich natürlich noch ein ansprechenderes Pivot-Tabellenformat verwenden. Sie kennen mich ja bereits. Ich verwende ganz gerne diese blaue Darstellung. Dann mache ich das Ganze hier noch ein bisschen größer, damit man es besser erkennen kann. Und wie gesagt, wollen wir erreichen, dass jetzt die Daten gruppiert werden, sprich zusammengefasst werden zu Halbjahren. Und wir klicken mal hier in die Ebene rein, wo die Quartale zu finden sind, also an dieser Stelle, und können dann über Analysieren sagen, wir möchten gerne eine Gruppe bilden. Wir können hier diesen Gruppierungsdialog öffnen und sagen, Sie möchten hier das Feld gruppieren. Und dadurch bekommen Sie einen Dialog, in dem angezeigt wird, dass wir bei den Quartalen Werte von 1 bis 4 haben und Sie möchten jeweils nach zwei Schritten zusammenfassen. Das heißt, hier geben wir entsprechend 2 ein, sodass immer 2 Quartale zu einer Gruppe zusammengefasst werden. Wir sagen okay und somit haben Sie sofort schon die entsprechende Darstellung. Die Beschriftung ist vielleicht noch nicht allzu schön. Hier können wir die Beschriftung ganz nach Belieben auch ändern und sagen, das hier ist das erstes Halbjahr und das hier ist das zweite Halbjahr. Wir machen die Spalte etwas breiter, damit man das auch entsprechend lesen kann. Und damit haben Sie schon eine ansprechende Pivot-Tabelle. Sie haben die Daten, wie gewünscht, zu Halbjahren zusammengefasst. Was noch nicht ganz so schön ist, ist, dass die Gruppenergebnisse auf Jahresebene hier unterhalb der Gruppe angezeigt werden. Es gibt eine Möglichkeit, diese Darstellung zu ändern. Wir können nämlich über den Entwurf gehen und die Teilergebnisse, das sind ja letztendlich hier Teilergebnisse, diese Summen pro Jahr, die Teilergebnisse entweder nicht anzeigen oder alle Teilergebnisse in der Gruppe unten anzeigen. Das ist das, was jetzt gerade eingestellt ist, oder eben in der Gruppe oben anzeigen. Und so sieht die Darstellung, finde ich persönlich, schon mal viel besser aus.
Für den Fall, dass Sie die Gruppierung später einmal wieder aufheben wollen, weil Sie dann doch wieder die einzelnen Quartale sehen wollen, klicken Sie einfach wieder hier in den entsprechenden Bereich rein, in diese Ebene hier rein, gehen über Analysieren, auf das Symbol Gruppieren, öffnen dieses und sagen an dieser Stelle, Sie wollen die Gruppierung eben wieder aufheben. Damit bekommen Sie wieder Ihre ursprüngliche Darstellung, eben die Darstellung hier nach Quartalen. Wenn man will, kann man sogar auch frei gruppieren, indem man hier zum Beispiel sagt, Sie möchten die ersten drei Quartale hier zu einer Gruppe zusammenfassen. Also nicht Halbjahresauswertung, sondern eben einfach die ersten drei Quartale zu einer Gruppe zusammenfassen und das vierte Quartal ist dann eine einzelne, separate Gruppe. Hier gehen Sie auch wieder über das Symbol Gruppieren in der Karteikarte Analysieren und sagen, Sie möchten diese Auswahl hier gruppieren. Sofort wird hier eine Überschrift eingefügt. Die können Sie dann auch ändern und können sagen, diese Überschrift soll heißen erste drei Quartale. Und hier wird als Überschrift für das letzte Quartal die Quartalsbezeichnung selber verwendet. Das sieht natürlich nicht besonders gut aus. Hier schreiben wir einfach letztes Quartal rein. Auch hier hätten wir gerne auf dieser Ebene die Teilergebnisse oben angezeigt. Ich mache mal das Feld etwas breiter. Wir gehen hier wieder über den Entwurf. Und sagen, auch hier hätte ich gerne die Teilergebnisse in der Gruppe oben angezeigt. Ja, dann haben wir hier unsere von Hand gemachte Gruppierung, erste drei Quartale zusammengefasst und dann eben auch das letzte Quartal. Auch hier können Sie die Gruppierung wieder aufheben, indem Sie auf die Ebene der Gruppierung gehen, also einmal diese Überschrift hier auswählen, zur Karteikarte Analysieren wechseln, in das Symbol Gruppieren und dort Gruppierung aufheben sagen. Damit wird wieder der ursprüngliche Zustand hergestellt. Das Gruppieren von Hand möchte ich Ihnen nochmal an einer anderen Darstellung zeigen, indem ich einfach aus der Pivot-Tabelle das Quartal und das Jahr nochmal entferne. Wir machen an dieser Stelle einfach nur eine Auswertung nach Standorten. Und die Aufgabe besteht jetzt darin, ganz bestimmte Standorte zusammenzufassen. Nämlich, Sie sehen, Freiburg ist zum Beispiel im Süden Deutschlands, Berlin ist im Norden, München ist auch im Süden und Offenburg ist auch im Süden. Ich möchte einfach erreichen, dass alle Standorte, die im Süden Deutschlands liegen, zu einer Gruppe zusammengefasst werden. Und der Rest ist eben der Rest. Damit ich aber eben diese Standorte zu einer Gruppe zusammenfassen kann, muss ich zunächst mal erreichen, dass die Standorte zusammenstehen. Und ich mache das mal so, dass ich die Standorte eben nach oben bringe. Per Rechtsklick zum Beispiel auf Freiburg kann ich hier in dem Kontextmenü sagen, dass ich den Standort verschieben möchte und zwar an den Anfang. Ja, dann habe ich Freiburg ganz oben. Genauso mache ich das jetzt mit München. Rechtsklick. Ich möchte diesen Standort verschieben an den Anfang. Und Offenburg möchte ich genauso verschieben an den Anfang. Und damit habe ich jetzt zum Beispiel durch diesen Trick sämtliche südlich liegenden Standorte zusammengebracht. Ich wähle die Standorte hier entsprechend aus. Möchte die Gruppierung wieder vornehmen und zwar möchte ich die Auswahl gruppieren und die Überschrift soll dann natürlich heißen Süden. Und Sie sehen, was Excel jetzt daraus gemacht hat. Aus den restlichen vier Standorten hat Excel jeweils eine eigene Gruppe gebildet, aber das möchte ich so natürlich nicht haben. Ich möchte haben, dass nur eine einzelne Gruppe daraus gebildet wird, nämlich eben eine gesamte Gruppe mit dem Namen Rest. Sie können an dieser Stelle die entsprechenden Standorte mit der Steuerungstaste markieren und können sagen,
über Gruppieren. Sie möchten auch hier diese Auswahl gruppieren und somit können Sie hier die Überschrift Gruppe 2 umbenennen in Rest. Ja, das sind die restlichen Standorte. Auch hier können wir wieder sagen, wir möchten die Teilergebnisse nicht unterhalb der Gruppe dargestellt haben. Sie kennen das ja bereits. Über den Entwurf sagen wir Teilergebnisse bitte oben anzeigen, dann haben wir eine schönere Darstellung. Somit haben Sie jetzt gesehen, wie Sie Ihre Daten frei sozusagen von Hand gruppieren können. Wir gehen zum nächsten Beispiel über, in das Arbeitsblatt Rechnungen. Und Sie sehen, hier habe ich Ihnen eine Tabelle vorbereitet, in der tatsächlich Rechnungsdaten enthalten sind. Jede Rechnung hat hier eine ID und pro Rechnung gibt es eben verschiedene Rechnungspositionen. Zum Beispiel wurde hier der Schlafzimmerschrank, die Bücherstütze und das Figurenset mehrfach gekauft. Die Anzahl steht hier, wie oft gekauft wurde. Der Preis, der Einzelpreis der Artikel steht jeweils in dieser Spalte. Und hier wird nochmal über eine Formel die Summe Anzahl mal Preis ermittelt. Es soll nun eine Auswertung gemacht werden, die mir die Rechnungsdaten zum Beispiel monatlich oder halbjährlich oder eben auch ganzjährlich zusammenfasst. Hierzu gehe ich wieder in die Tabelle rein, sage Steuerung A, um sie zu markieren, sage Einfügen, Pivot Table in einem neuen Arbeitsblatt, wie wir das ja bisher auch immer gemacht haben, und hier will ich dieses Arbeitsblatt einfach mal nennen, Rechnungsauswertung. Und ich möchte erreichen, dass das Rechnungsdatum hier in den Zeilen steht. Und Sie sehen, da es sich um eine Datumsspalte handelt, um ein echtes Datum, hat Excel hier automatisch zusätzliche Felder eingebaut sozusagen oder hinzugefügt, nämlich nach Quartalen und nach Jahren, sodass wir hier entsprechende Gruppierungsmöglichkeiten haben. Sie sehen, wenn man das hier schon aufklickt, sind die Daten, die Angaben hier nach Quartalen sortiert und innerhalb der Quartale dann sogar nach Monaten. Nun, wir wollen jetzt natürlich die Beträge hier zusammenfassen, sprich aufsummieren. Natürlich wie immer das Ganze im Zahlenformat Währung ohne Nachkommastellen. Wir sagen okay. Und verpassen dem nochmal ein ordentliches Format. Sowas zum Beispiel etwas größer bitte. Und die Zeilenbeschriftungen will ich hier natürlich auch umbenennen. Das heißt ja einfach Zeitraum. Sie sehen, Excel hat ja automatisch jetzt hier eine Gruppierung eingefügt. Und wir können selber so vorgehen, dass wir die Gruppierung eben auch entsprechend aufheben oder einfach umbauen. Dazu gehen wir über Analysieren, gehen in den Gruppierungsdialog rein, sagen, wir möchten an dieser Stelle die Gruppierung aufheben. Und somit sehen Sie jetzt, dass die Felder für das Jahr und das Quartal entsprechend wieder herausgenommen wurden. Die Daten werden einfach gemäß Ihres Rechnungsdatums hier gelistet. Wenn wir eine eigene Gruppierung vornehmen wollen, gehen wir in dem Fall hier wieder über Gruppieren und können sagen Feld gruppieren. Dadurch wird der entsprechende Dialog aufgerufen und wir haben jetzt verschiedene Optionen, nämlich die Möglichkeit zu sagen, wir möchten in diesem Fall nach Jahren zusammengefasst haben. Und wie Sie sehen, gibt es hier in diesem Dialog die Möglichkeit, mehrere Gruppierungsebenen anzuklicken. Wenn Sie alles zusammen anklicken, Jahre und Quartale, dann kriegen Sie das, was Sie eben schon gesehen haben. Sie können auch auf Monats- und Tageebene runtergehen. Aber in unserem Fall möchte ich die Daten einfach nur nach Jahren gruppieren. Ich sage an dieser Stelle okay und Sie sehen, 2014 wurde 1,7 Millionen Euro eingenommen, 2015 2,6 und so weiter. Das zeige ich Ihnen gerade nochmal, indem ich die Auswahl wieder aufhebe, die Gruppierung wieder aufhebe und nochmal neu gruppiere. Diesmal hätte ich gerne nach Jahr
und nach Quartal gruppiert. Die Monate brauche ich an dieser Stelle nicht. Ich sage okay und Sie sehen die entsprechende Darstellung. Quartal 1, 2, 3 und 4. So viel dazu. Ich hoffe, Sie haben wieder etwas Neues kennengelernt und wir sehen uns vielleicht in den nächsten Videos wieder.